Hallo mal wieder. Falls ihr auch mal in die Verlegenheit kommen solltet und euch sowas hier passieren sollte bei eurer Gasuhr. Tja, ist guter Rat teuer, ne? Gut, ich gebe zu, da war ich selten dämlich gewesen, ne? Hab die Gesetzeslage nicht so richtig gekannt, aber irgendwie ist da 2007 wohl beschlossen worden, dass die Gasunternehmen die Grundgasversorgung gar nicht mehr so einfach abstellen dürfen. Tja, ich habe mich schon gewundert, warum der Mann, der da kam und dieses Schloss da rangemacht hat, so ganz vorsichtig und ganz vornehm gewesen ist. Ne? Erst im Nachhinein kann ich mir vorstellen, warum, weil der ist bestimmt in letzter Zeit ziemlich oft abgewiesen worden. Naja, geht schon irgendwie einen Weg rein, dass ich dann wieder im Winter Gas bekomme. Und währenddessen habe ich erstmal die Dinger hier. Ja, wenn man da so guckt, was man so alles als Alternativlösung nehmen kann, gibt es hier die ganz normalen Gebläsedinger. Ne, die wirbeln die Luft übelst herum und ne, der ganze Staub von unten kommt dann mit in die Umgebungsluft rein. Schön aufelektrisiert, höchstwahrscheinlich noch. Nicht ganz so toll, aber ist halt am billigsten. Ne? Die andere Variante wären dann diese Infrarotstrahler hier. Die sind schon etwas günstiger, aber... Ja, in dem Moment, wo die Kilowattstunde an Strom noch viermal mehr kostet als eine Kilowattstunde an Gas, ist das natürlich auch für den Arsch, ne? Hier dann damit zu heizen. Wo ich sehr überrascht gewesen bin, sind diese Teelichtöfen hier. Ja, wie ihr im letzten Video ja schon gesehen habt, habe ich den Thomas Autark mal besuchen können. Und der hat ja auch diese Teelichtofengeschichte aufgefasst. Ne, das ist jetzt keiner vom Thomas Autark, aber der hier ist vom Thomas Autark. Der hat nur vier von den Teelichtern unten drunter, geht auch mit rein und der macht eine Hitze. Also müsst ihr ausprobieren. Ne? So ein Ding zusammenzubasteln ist kein großes Ding. Ne? Das sind einfach nur drei Töpfe ineinander geschachtelt. Video wird dann unten verlinkt. Ja, hier seht ihr das mal ganz grob. Ne? Einfach nur eine Gewindestange durch und dann die drei Töpfe. Schön rein, dass sie unten alle halbwegs bündig sind. Dann staut sich die Luft hier drin, wird wunderbar erwärmt und hier rüber kommt dann ein Haufen Infrarotwärme raus. Ne? Also die Wärme, die macht nicht wie beim normalen Teelicht einfach sinkt Ding hinauf an die Decke und dann ist er weg, ne? Sondern sammelt sich alles hier drin und dann das strahlt ohne Ende, strahlt nach, eine wunderbare Wärme. Also ich war immer ziemlich skeptisch gewesen. Ne? Ich dachte, gut, du kannst da so ein paar Teelichter hinstellen, aber hey, das Ding hat echt einen Effekt, ne? Ja, Thomas hat dann auch noch hier speziellen Heizkörperlack drüber gemacht. Der bringt auch noch mal ein bisschen mehr. Ne? Also diese Heizkörperlackhersteller, die wissen schon, was sie da tun. Ja, ne? Also so zur Not in Herbstwetter zumindest. Ne? Also bei minus 20 Grad, da müsst ihr euch einen ganzen Raum mit den Dingern vollstellen, dann kriegt ihr keine Luft mehr. Also das bringt es dann auch nicht, aber so, ne, wenn es draußen so 10 Grad Celsius sind, also für den Raum hier, ne, das sind... Wie viele Quadratmeter sind denn das? 4 Meter mal 4 Meter, 16 Quadratmeter, vielleicht 20 Quadratmeter, reichen solche zwei Dinger vollkommen aus. Ne, hier sind einmal 8 Lichter drunter und drüben nochmal 4. Und die brennen ja dann, ihr wisst ja, wie lange dann Teelichter brennen. Also voll den Daumen hoch. Ist ein bisschen Explosivtechnik, aber auch halbwegs intelligent kombiniert. Ne? Also kann man schon mitnehmen, so als freier Energiefreak, würde ich sagen. Super gemacht.